Also, was ist überhaupt ein sogenannter Megatrend? Megatrend, das sind übergreifende Transformationsprozesse, wo ein Wandel stattfindet. Und der ist eben mehrdimensional. Das heißt, es geht in viele verschiedene Richtungen und berührt sämtliche Teilbereiche einer Gesellschaft, nicht nur ausgewählte Teilsysteme, sondern eben alle Akteure. Und was wir auch bei einem Megatrend beobachten können, dass der eben nicht nur kurzfristig ist, sondern über mehrere Jahre beobachtbar. Je nachdem, in welche Literatur man reinguckt, sieht man 15 oder vielleicht auch 18 Megatrends, wie zum Beispiel sowas wie demografischer Wandel, was wir alle kennen, oder auch verändertes Rollenverständnis, Geschlechterrollen, der Trend zur Urbanisierung, dass immer mehr Leute in die Stadt ziehen, oder aber auch neue politische Weltordnung, dass eben andere politische Kräfte an Bedeutung gewinnen. Wir konzentrieren uns aber eben auf die vier genannten Trends und starten jetzt mit Always On, das heißt ständige Erreichbarkeit, Handynutzung und eben Vernetzung.